So, hallihallo bei der heutigen Folge von Daylight. Wir fangen natürlich dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, das ist so wie immer, und zwar am Anfang dieser Höhle. Ja, ich bin schon gespannt, was es da unten zu sehen gibt, ganz ehrlich, ich bin da schon ziemlich geflippt. Ja, wir gehen einfach mal vorwärts, was ist das? Ich hoffe, das hat man jetzt nicht im Video gesehen. So oder so hat das jetzt sicher jetzt komisch ausgesehen. So, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Der Typ allein ist schon eine Frechheit. It can be difficult building hopes on a foundation of confusion, misery and death. Ja, alles klar. Hier logisch, oder? Wir knicken gleich mal. Oh! Hallo! Die Wochen nach dem Unfall waren eine echte Herausforderung für mich. Diese Tunnel wurden vor dem Krieg renoviert und vergrößert für den Fall, dass man sich vor feindlichen Bombenangriffen schützen musste. Doch stattdessen hat man ein Auffangbecken für die Leichen geschaffen. Wenn der Wasserpegel hoch genug steigt, kann einem der Rückfluss in das Abwassersystem ganz schön zu schaffen machen. Und im Moment kostet es mich eine ganze Kraft, mich nicht zu übergeben, wenn mir diese Mischung aus lauem Salzwasser und dem abscheulich süßlichen Geruch der faulenden Leichen in die Nase steigt. Nom nom nom. Ich hoffe, ihr seid gerade nicht beim Essen. Sie sind hier und wir werden sie finden. Aber ich hasse diesen Ort. Es ist fast, als ob alles hier schneller verwest. Böses Juju an diesem Morgen. Hallo, Leuchtekiste. Hallo, Leuchtekiste. Fuck. Da vorne ist was rot. Böses Juju oder gutes Juju? Gutes Juju. Warum sagt mir gerade, dass ich auf. Pingempo, Mexiko! Fuck, wo bin ich? Oh, hallo? Haben Sie ein bisschen Kleingeld? Oh, please, God. Make it stop. Okay, das war freaky. Okay. Es fühlt sich komisch an, in ein Tagebuch zu schreiben, aber einer der neuen Ärzte hat es allen Wärtern empfohlen, um mit der hohen Belastung fertig zu werden. Hört sich bescheuert an, aber Mercer dachte, es wäre eine gute Idee. Das Schwerste dabei ist, einen Ort zu finden, wo ich schreiben kann. Ich habe es im Pausenraum versucht, aber die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und zu Hause macht sich meine Familie über mich lustig. Ich dachte also, Mercer würde es nicht stören, wenn ich in die Tunnel steige, um ein bisschen Frieden und Stille zu bekommen. Einige der Leute beschweren sich über den Geruch, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich friedlich. Es ist schön, ein wenig von den ganzen Schreien wegzukommen. Okay, das kann ich verstehen. Das kann ich durchaus verstehen. Das sieht bedrohlich aus. Das sollte ich mir ansehen. Aha, hier ist also ein Siegel. Wir haben schon 2 von 6 Relikten. Knickst die Lichte. Ich habe das Gefühl, dass sie hinter uns steht. Aber ich werde mich jetzt nicht umdrehen. Ich werde auch rückwärts aus dem Haus, aus dem Ding hier gehen. Ob das funktioniert? Ich drehe mich einfach um und halte den Knopf auf 2 gedrückt. Den Finger auf 2. Danke, das weiß ich. Wie kann man in dem Spiel zu viele Signalfackeln haben? Alles klar. Mid Island Hospital Maintenance Report, 4. September 1932, Mitarbeiter Adam Patterson. Gewartet, Rohrbrüche, Kanalisation. Mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln
konnte ich 2 temporäre Arbeitskräfte anstellen, um das Rohrproblem anzugehen. Andere Probleme wurden als unerheblich eingestuft. Allerdings bereitete es mir Schwierigkeiten, sie zu behalten. Ich verstehe nicht viel von ihrer Sprache, aber sie reden ständig etwas von blinkenden Lichtern und einem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich muss allerdings zugeben, dass sich die Geschichten von wandelnden Schatten hier unten etwas realer anfühlen. Es ist eine Kanalisation, Alter. Was hast du dir erwartet? What's that? Nichts, Sarah. Hier ist gar nichts. Und hier im Nichts wirst du auch bleiben. Was? Ah, wieder was zum Lesen. Wir haben fast ein Jahr an diesen verdammten Tunneln gearbeitet, aber der letzte Monat war besonders hart. Ich bin dankbar für die Narren, jetzt wollte ich schon Narben sagen. Ich bin dankbar für die Narren, die regelmäßig per Boot eintreffen, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber die meisten von ihnen sind zu schwach für diese Arbeit. Die Idioten lieben es, zu plappern und Gerüchte zu verbreiten. Geschichten, die wir uns als Kinder erzählt hätten, aber es gibt hier verdammt nochmal keinen schwarzen Mann. Nur ein paar faule Säcke, die gratis Verpflegung suchen. Wenn die unser Land aufbauen sollen, dann wird es Zeit weiterzuziehen. Bei Gott, den Nächsten, der sich darüber beschwert, wie dunkel es hier ist, ertränke ich persönlich. Er war schon etwas überreizt? Verstehe ich doch nicht. Bei dieser glücklichen Umgebung. Rob Sandoval, 23. März 1940. Beleuchtung im 2. Stock. Krankenschwester Daniels meldete, die Lichter im 2. Stock würden nicht funktionieren. Ich konnte an diesem Abend kein derartiges Problem feststellen. Die Schutzschalter und Sicherungen waren in Ordnung und mir ist keine einzige ausgebrannte Birne aufgefallen. Das ist das 3. Mal, dass Schwester Daniels jemanden umsonst zur Instandsetzung angefordert hat. Ab jetzt, glaube ich, mache ich dann... Auf jetzt drücke ich einfach auf Pause. Doch nicht auf. Wer will mich? So, wir haben immerhin schon 5 von 6 Relikten. Das Problem ist, wir wissen noch nicht, wo wir dann den Schlüssel an uns reißen können. Das ist gerade ein kleines Problem, was ich hier habe. Wow! Fuck you! Demon! Also ganz ehrlich, jetzt ist mir ein echt kalter Schauer über den Rücken runtergelaufen. Also über den Rücken, eigentlich über den ganzen Körper. Ich habe schon gehört, dass Leute, die viel sprinten, viel schneller gefunden werden. Irgendwie hat es das jetzt bewahrheitet, kommt mir so vor. Ja. 8. September 1932. Adam Patterson. Gewartet, Abwassertunnel. Nachdem die Zellenblöcke wieder Wasserdruck verloren haben, wurde ich angewiesen, die Abwassertunnel zu überprüfen. Ich habe meine Lampe und eine Karte zum alten Pumpenraum mitgenommen. Ich habe mich umgesehen und es steht schlechter, als wir anfangs dachten. Mehrere Kanalrohre sind aufgeplatzt und leiten das Wasser nicht richtig ab. Die elektrischen Leitungen sind an mehreren Stellen durchtrennt, was vermutlich zu Kurzschlüssen im Gebäude führt und Ziegel fallen in unregelmäßigen Abständen von der Decke. Hier unten ist es nicht mehr sicher. Es muss alles von Grund auf überholt werden. Sir, yes, sir. Und jetzt wäre es nett, wenn ich den... Da, das sieht danach aus. Nein. God, where's the key? Jetzt verstehe ich. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Wenn ich diese blöde... Nein. Ihr kriegt mich nicht. Nicht ihr. Kein Plan. So, wo bin ich jetzt? Ah ja, sehr gut. Okay. Weiter. Lauf, Sarah. Lauf. Und da rein. Jetzt habe ich nämlich die 2 verwechselt. Da ist nämlich der Schlüssel. Tada! What the hell? Nicht schon wieder eine Bibel. Okay. Was? Hallo? Was soll ich jetzt genau nehmen? Ah! Nö. Was?
Heilige. They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, Sarah. 400 years of rage. Na toll. Das kann jetzt aber nicht sein. Jetzt laufe ich tatsächlich durch die dunkle Kanalisation mit einer Voodoo-Puppe in der Hand. So. Aber irgendwie, bis auf den einen Schockmoment, jetzt ist es ruhiger als sonst. Ich hätte das, glaube ich, nicht sagen sollen, oder? Jetzt kommt sicher was richtig Heftiges. Bin allein, scheißegal. Lalalala. Nimm diese verkackte Puppe. Tratsap. Nicht einmal. Ah, jetzt. Sometimes we built too many walls and not enough bridges. But these walls allowed for more delicate work. Work without interruption, focused and precise. Freiheit! Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollten, es zu Trinkwasser oder ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal. Des einen Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Moin, wie ein kleiner Junge, der sich ja über seine Sandburg freut. Aha, ein Aufzug. Hallo? 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 Ist da jemand? Licht ins Dunkel. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben, für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. Ich würde mal sagen, es handelt sich um einen Code. Würde ich jetzt mal so schätzen. Mein Gott, das hat sich gedreht. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie von alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Ich habe da jetzt eine Ahnung. Ihr könnt wahrscheinlich euch schon denken, was meine Ahnung ist. Aber ich werde sie trotzdem nicht aussprechen für diejenigen, die es nicht denken können. Datum 13. Oktober 1932. Adam Patterson. Gewartet, Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Das ist aber nett, dass er an das denkt. Und nett, dass ich das mache. Hui! Hallo. Gib mich Licht. So. War diese Tür vorher schon da oder habe ich die einfach nur übersehen? Wahrscheinlich habe ich sie wieder übersehen. Ich bin der Meister darin.
Ah, noch mehr Briefe. Mercer hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gebe zu viel Arbeit für mich und ich könne nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Okay, das ist schon problematisch. Es ist komisch, hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter hier bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendetwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Toll. Given time, one can conceive the unconceivable. Und noch ein Briefchen, weil es so schön ist. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Kerl? Kerl? Wer ist Kerl? Oh mein Gott. Oh, what's that? Alles klar. Unbeeindruckt gehen wir einfach weiter. Es reicht, wenn Sarah sich in die Hose kackt. Connect. Spaß wird's. Ohne Worte. Quiet. So quiet. All I ever wanted, all I ever needed. And I got it too. Oh, I got it all right. Now you're here. You and me. Was zur... Was? Ich glaube nicht, dass ich wirklich draußen bin, um ehrlich zu sein. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich finde jetzt diese Setting-Änderung echt erfrischend. Muss ich schon sagen, dass er mal draußen ist. Allerdings sein Geschwafel wirft irgendwie so viele Fragen auf. Hallo, Brief. Toll, ein Penner, der da schläft. Gratulation. Yet it is our fear that makes us feel our humanity, corrupting us with each delicate thread. Okay, kann ich nicht drüber krabbeln, warum auch immer. Soll ich das verstehen? Was zum... Muss ich das verstehen, was jetzt passiert ist? Ich glaube nicht, oder? Alter, ich will eigentlich gehen. Oh. Nett, aber irgendwie sicher problematisch. Egal, wir können weiter. Um mehr geht's bei dem Spiel jetzt gerade nicht. So, 19. Mai 1986, Jason Bertelli. Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat, aber später seinen Verletzungen erlegen ist. Der Verlust der Augen ist ungeklärt, obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben. Die Ärzte wollten eine Autopsie durchführen, aber wir werten die Angelegenheit als Unfall und wenden uns anderen Dingen zu. Die Familie des Verstorbenen wurde benachrichtigt. Ja, ja. Und so
bleibt die Wahrheit ungesehen, ungehört. Und ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Yay! Yeah. Was? Über Dingens klettern, hat er gesagt gerade. Ah, verstehe. Und kletter auf, Sarah. Sarah. Oh. Ja, wir klettern dem Geist entgegen. Gute Idee. So, und bevor wir da runtergehen, werde ich jetzt hier einfach einen Break machen. Schauen wir dann, was einfach in der nächsten Folge passiert. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit wieder Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal dabei. Und wir sehen uns. Cheerio.